Negativbeispiel davon ist wahrscheinlich, gab es bei der deutschen U17-Mannschaft, die mussten so einiges erleben, da können wir mal kurz reingucken. Deutschlands Fußballzukunft, die U17, schon heute richtig erfolgreich. Im Dezember wurde das Team Weltmeister, doch dann das. Deutsche Siege, deutscher Hass. Nach einem Sieg im Achtelfinale postet der DFB auf Facebook ein Jubelselfie. Folge: Tausende Hasskommentare. Rassismus im Sekundentakt. Die Spieler werden als afrikanisches Team verhöhnt. Es wird von angeblicher Schande geschwafelt. Im Vorfeld der EM spricht DFB-Präsident Bernd Neuendorf von einer Zunahme menschenfeindlicher Einstellungen in Deutschland. Das sehen wir natürlich schon mit Sorge, wenn Rassismus und Diskriminierung und Ausgrenzung erlebt werden. Und ich will schon sagen, das ist natürlich ausdrücklich nicht das, wofür wir als Verband stehen, wofür der Fußball insgesamt steht. Herr Bobic, was bedeutet das für junge Spieler, wenn die nach so einem Triumph, Sie hatten auch sehr viele Triumphe als junge Spieler, wenn die dann so angegangen werden danach? Das ist hart für die Jungs. Ne? Das ist hart für die Jungs und das tut weh. Ja? Wenn man so angegangen wird, ja? Das ist auf dem Platz auch manchmal hart auch, ja? wenn man angegangen wird. Aber dann ist es oft ein Gegner. Am Ende gibt man sich trotzdem dann irgendwann die Hand, wenn man runtergeht. Das ist das Einzige am sportlichen Wettkampf, was schön ist. Aber das, was da passiert oder passiert ist, ja, es ist ja auch zum Beispiel, auch, darf man auch nicht vergessen, auch in England passiert, es passiert ja auch in anderen Ländern, es ist ja nicht nur in Deutschland so. Als die Engländer im Finale verloren haben, im Elfmeterschießen, hat ein Spieler mit einer anderen Hautfarbe den entscheidenden Elfmeter verschossen. Ja, und der wurde natürlich auch angegangen. Und das ist ein Unding, ja, aber das ist halt auch Social Media dann wieder. Ne? Deswegen habe ich gerade auch schön gesagt, deswegen habe ich auch kein... Da bewege ich mich kaum drin, Gott sei Dank, andere Generation. Aber das ist heutzutage, kann jeder seinen Müll da ablassen. Mhm. Ja, das tut diesen Jungs weh, da bin ich mir sicher, weil sie wachsen ja damit auf. Wie man es verhindern kann, echt schwierig. Aber sie werden aufgefangen von der Gruppe. Sie werden aufgefangen von ihrem Verein, von den Mitspielern, von allen, die daran beteiligt sind, aber auch vom Verband, wie man jetzt gesehen hat, auch werden sie geschützt. Aber du kannst sie nicht komplett schützen. Es wird immer Andersdenkende geben. Es ist leider so. Das ist die Realität, in der wir uns bewegen. Ich glaube, auch ein Paradebeispiel dafür, dass Erfolg nicht vor Rassismus schützt. So. Das ist auch ein Irrglaube. Und für mich auch ein Beispiel wieder dafür, dass natürlich die extremistischen Tendenzen an den jeweiligen Rändern extrem laut sind. Und wir als vielfältige Mitte und als Mehrheit dieser Gesellschaft, und das sind wir, viel lauter sein müssen. Und da sehe ich uns alle in der Verantwortung, auch als Fußball-Deutschland, auch als Fußballgesellschaft. Wir haben uns auf gewisse Kodexe geeinigt und der kleinste gemeinsame Nenner gerade im Fußball ist ja auch der Schutz vor den Menschenrechten und dass wir uns dafür laut stärker einsetzen, als wir es vielleicht in der Vergangenheit getan haben, weil ich das Gefühl habe, das wird von den Rändern immer lauter, weil sie merken, dass sie nicht mehr die Handlungsgewalt haben, weil sie Angst haben und ängstliche Hunde, die beißen. Und wir müssen jetzt einfach zurückbeißen. Und wir müssen einfach ein bisschen lauter werden. Ich bin mal angesichts dieser Umfrageergebnisse, aber auch angesichts dessen, was mit der U17-Nationalmannschaft passiert ist, jetzt werden wir womöglich wieder so ein Meer aus Deutschlandflaggen erleben in diesem Sommer. Gucken Sie dem ganz entspannt entgegen? Ja, also ich habe kein Problem mit der Deutschlandflagge, im Gegenteil. Und ich meine, es ist das, was ich gerade gesagt habe, die Deutschlandflagge gehört Jonathan Tah und Musiala und Thomas Müller und sie gehört nicht der AfD oder anderen Rechtsextremen. Und gerade deswegen, finde ich, müssen wir uns da auch schützen und müssen sehr selbstbewusst auch uns hinter die Mannschaft stellen und dem klar machen, dass das nicht mit einem stumpfen Patriotismus passiert, sondern dass es in einer Form passiert, wo wir uns nicht über andere erheben, wo wir uns nicht als was Besseres darstellen, wo wir gute Gastgeber sind, aber die Deutschlandfahne gehört dazu. Und ich finde, das kann man dann auch sehr selbstbewusst tun, ohne dass man überheblich wird oder dass das in so eine Ecke des Nationalismus rutscht. Also mein Deutschlandbild wird durch diese Mannschaft repräsentiert. Und mein Deutschlandbild wäre nicht, dass man sagt, da gehören keine schwarzen Spieler rein. So, also das ist ja das moderne Deutschland. Und natürlich geht es auch bei der EM jetzt um die Frage, wie modern ist dieses Land oder wie repräsentieren wir uns? Und da, finde ich, können wir ganz selbstbewusst sagen, die Jungs, die da jetzt spielen, das sind alles Deutsche, die spielen für unser Land und wir finden gut, dass sie das tun. Und ich finde, alle Kritik daran muss man jetzt auch zurückweisen und abwehren. Übrigens, auch wenn es mal nicht so gut läuft, dann kommt, glaube ich, der entscheidende Punkt. Jetzt im Jubel und wenn es gut läuft,
dann stehen wir alle dahinter. Aber was ist denn, wenn mal, was ich jetzt nicht glaube, dass mal ein Spiel schief geht, dann zeigt sich auch, ob wir ein gutes Land sind und hinter der Mannschaft stehen. Jessica, mit dem Zeitraum von den 90ern bis heute beschäftigt, wenn man diese rassistischen Äußerungen hört, die das U17-Team sich anhören musste, ist es denn irgendwie besser geworden über die Zeit? Also ich glaube, das gilt jetzt nicht nur für den Fußball, sondern generell für unsere Entwicklung als Gesellschaft, dass man anerkennen muss, dass Dinge besser und schlechter oder anders werden können. Ich glaube, dass wir definitiv in einem offeneren, liberaleren Deutschland leben, dass es für Menschen mit migrantischer Biografie heute ein ganz anderes Selbstverständnis ist, sich als Deutsch zu empfinden und das auch nicht ständig überall abgesprochen zu bekommen. Definitiv. Gleichzeitig gibt es mir zu denken, wenn ein Gerald Asamoah beispielsweise sagt, ihm ist die rassistische Fankurve im Stadion fast lieber als das, was auf Social Media abgeht. Und er ist froh, dass er nicht jetzt spielt. So, ne, das gehört auch dazu. Und wir haben laute Ränder, wir haben Tendenzen, die schwierig sind und die täuschen manchmal darüber hinweg, wie weit wir nichtsdestotrotz gekommen sind und auch im Fußball nichtsdestotrotz gekommen sind. Und ich glaube, das fällt nicht leicht, weil einfache Antworten sind schöner und schneller und fühlen sich besser an. Aber wir müssen, glaube ich, diese Ambivalenz aushalten, dass wir sowohl eine Entwicklung nach vorne haben, aber auch eine zur Seite und teilweise auch Schritte nach hinten. Das ist leider einfach so. Tim Bensko, wir kennen ja alle dieses Sylt-Video, dieses schreckliche Video von Sylt, wo offensichtlich wohlhabende junge Menschen ausländerfeindliche, rassistische Parolen grölen. Haben Sie Angst davor, dass auf so bierseligen EM-Partys das im Sommer wieder passieren könnte? Also erstmal finde ich an dem Video erschreckend, dass sich zeigt, dass es offensichtlich in allen Bevölkerungsschichten extrem Rassismus gibt. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich hoffe, dass es mir nicht passiert. Am Ende hat man es nicht in der Hand. Aber ja, einfach Wahnsinn, dass man dann irgendwie Angst haben muss, seine Songs irgendwie zu spielen, weil Leute Wahnsinn mitsingen. Und was ich dazu noch sagen wollte, Lautstärke ist, glaube ich, ein Thema. Das hast du gerade auch schon so ein bisschen angedeutet. Man hat immer so den Eindruck, dass der gerade der Lauteste ist, das ist gerade quasi die vorrangige Kraft. Und das ist, glaube ich, Quatsch. Das ist einfach, gerade werden alle sehr laut. Die Offenen sind gerade sehr laut und die Rechten und Rassisten sind sehr laut. Und davon darf man sich, glaube ich, nicht, sagen wir mal, irritieren lassen und davon das Bild prägen lassen, sondern genau hingucken, wie ihr das gemacht habt. Ich glaube, dass da auch der Fußball und die Nationalmannschaft echt ein sehr interessantes Phänomen ist, das zeigt, dass Vielfalt gemanagt werden muss und dass sie dann sehr erfolgreich sein kann. Wir haben das gesehen, beispielsweise beim WM-Titel 2014, ne, wo das extrem positiv wahrgenommen wurde, wie diese Mannschaft aussieht, wie sie Fußball gespielt hat, welche Charaktere da drin waren. Wir haben es aber auch am anderen Ende gesehen, 2018 mit einem Rücktritt von einem Mesut Özil inklusive Rassismusvorwürfen, dass natürlich Vielfalt im Fußball und außerhalb Integration eine Herausforderung sein kann und dass es kein Selbstläufer ist und dass es etwas ist, was natürlich auch ein Stück weit neue Konfliktpotenziale birgt. Und ich finde, da zeigt die Entwicklung der letzten Jahre, wenn wir uns angucken, wir haben einen türkeistämmigen Kapitän, wir haben diverse Spieler, die schwarz sind, andere Wurzeln haben. Und wir führen jetzt gerade nicht mehr diese Debatten über diese Mannschaft, zumindest meines Wissens nicht von wegen, singen die jetzt die Hymne oder sonst was, was wir vor 10 Jahren noch gemacht haben. Das hat sich verändert und ich glaube, da zeigt die Nationalmannschaft so ein Stück weit Normalität, erkämpfte Normalität so über die letzten 20, 30, 40 Jahre. Herr Bobic, das ist ja ein gutes Stichwort, diese Debatten, Hymne mitsingen oder nicht mitsingen. Als Fußballer mit Migrationshintergrund verspürt man da einen anderen Druck, sich, ich weiß nicht, doller zu dieser Nationalmannschaft oder so zu bekennen? Also man bekennt sich schon mal dazu, wenn man deutscher Staatsbürger wird. Ja, dass man sich da auch als Deutscher fühlt und das auch anerkennt und dafür alles auch gerne zurückgeben möchte. So habe ich das gesehen. Ja, so habe ich das in meiner Zeit gesehen. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, muss ich jetzt die Hymne singen oder nicht singen? Wir haben ja gar nicht gesungen. Ja. Heißt das, es sind mal schlechte Deutsche dafür? Ja. Es wurde so, irgendwann mal, es kam so eine Diskussion auf, komplett in die falsche Richtung. Wir müssen jetzt diese Hymne singen. Ja. So wie auch alle es immer sagen, passt auf mit der Fahne. Ja, ja. Ja. Zeigt die Fahne. Seid stolz drauf. Ja. Ja. Und
Ich kann es ja noch am einfachsten sagen, ja, weil ich könnte die Fahne noch von meiner Mutter, ihrem Land, Kroatien und Slowenien, von meinem Vater noch nehmen und so. Alle, ja, seid doch stolz einfach drauf. Ja. Macht euch nicht so einen Kopf darüber, ja, was war oder wie das gesehen wird. Man kann stolz auf sein Land sein und soll auch stolz auf sein Land sein. Ja, deswegen verstehe ich diese Diskussion. Wir machen komische Diskussionen in Deutschland manchmal auf, wo ich mich selber manchmal wundere, warum eigentlich? Ja? Sehen wir vielleicht ein bisschen anders, weil wir einen anderen Hintergrund haben. Ja. Kommt dir das bekannt vor, Frau Lusche, mit den komischen Diskussionen? Ja, auf jeden Fall. Also für mich, also es muss, jeder kann selber entscheiden, ob er mitsingen will oder nicht. Mhm. Und wenn jetzt einer nicht mitsingt, heißt ja nicht, dass er nicht stolz drauf ist, dass er dieses Trikot trägt, ja. Von daher ist es eine Diskussion, die ist einfach nutzlos einfach. Das ist kein Thema, finde ich. Wird damit zweierlei Maß gemessen bei Spielern, die Migrationshintergrund haben und Spielerinnen, die keinen Migrationshintergrund haben? Auf die wird natürlich mehr geachtet. Natürlich singen sie mit und warum singen sie denn nicht mit? Sie sind doch Deutsche, müssen sie mitsingen. Aber vielleicht in dem Moment ist der eine am Beten oder der andere konzentriert sich. Der andere kann vielleicht nicht mitsingen oder kennt den Text nicht. Oder kann gar nicht singen. Von daher ist es wirklich ein Thema, was sinnlos ist. Das können wir vor allen Dingen auch mal so benennen. Das ist natürlich eine zutiefst rassistische Debatte. Also können wir gerne so ansprechen. Ein weißer bio-deutscher Spieler würde niemals gefragt werden, warum singst du die Nationalhymne nicht mit? Das ist leider ja auch ein wirklich intrinsischer, rassistischer Gedanke, der teilweise in unserer Gesellschaft verankert ist, den wir ganz aktiv auch ansprechen müssen, weil sich das so eingeschlichen hat. Und so muss man es dann meiner Meinung nach auch benennen, sonst kann man das Problem auch nicht beheben. Ja, es wird ja ganz viel auch immer in Fußballer und Fußballerinnen reininterpretiert, wird ganz viel gefordert. Wir hatten das am Anfang schon ein bisschen bei der Frage, wie politisch sollen Fußballer sein, wie politisch dürfen sie sein oder müssen sie vielleicht sein in diesen Zeiten. Viele werden sich erinnern an die Diskussion um die One Love-Binde in Katar, aber auch an das Foto von Mesut Özil und Erdogan, dem türkischen Präsidenten. Und in deiner Doku, Philipp, hat sich Nationalspieler Shokhtar Mustafi dazu geäußert und ich finde eine ganz interessante Meinung dazu. Nach der WM war ich mit Politikern auf Fotos, die ich nicht mal kannte. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin komplett bei der Politik, bin ich raus. Und wenn mich der Präsident Nordmazedoniens oder die Präsidentin Kosovos oder wer auch immer um ein Foto bittet, dann mache ich ein Foto. Herr Bubic, Sie haben gerade gelacht. Kennen Sie das? Ja klar, dann machst du ein Foto. Und da ist doch gar kein Hintergedanke dabei. Ja? Das war ja mit Gündogan genau das Gleiche. Aber da jetzt nicht ein Nochmal, du hast auch Eltern, die sind vielleicht dann stolz. Ja? Wir können jetzt sagen, den können wir überhaupt nicht leiden, den Präsidenten von dem und dem Land. Ja? Aber trotzdem. Welche seltsamen Politiker hatten Sie schon mal auf dem Foto, Herr Bubic? Den einen oder anderen sicherlich mal gehabt. Ja? Einige, die ich gar nicht kannte. So heute wie er selber sagt, so ungefähr. Die ich gar nicht kannte. Ja? Aber, und lustige Situation mit Helmut Kohl, der durch die Dusche springt, so ungefähr, ne? Bei uns damals. Und, also, plötzlich wurde es dunkel, hat Mehmet Scholl gesagt. Ja? Also es ist schon lustig, wenn man da alles zusammenkommt, aber auch irgendwie auch super spannend manchmal auch. Ja? Und nochmal, wem du Fotos machst, heute auch, das wird alles zu schnell einfach aufgebauscht und es wird sehr schnell verurteilt vor allem auch. Ja. Herr Klingbeil, Sie haben mal gesagt, dass Sie Leon Goretzka als das Paradebeispiel eines modernen Fußballers finden, weil er auch gesellschaftlich eben Stellung bezieht, sich ja immer wieder auch in Debatten einbringt und Sie wünschen sich eigentlich mehr von solchen Spielern. Kann man Fußballer auch damit überfordern, dass man mehr von ihnen will, als einfach nur Fußball spielen? Also ich mag Spieler, die eine Haltung haben und sich zu gesellschaftspolitischen Themen auch äußern und engagieren. Ich finde nur, wir müssen als Gesellschaft, auch als Politik von außen aufpassen, dass wir den Fußball nicht zu stark politisieren. Also ich finde, Katar ist genau das Beispiel, wo auf einmal die Spieler das klären sollten, was Sportfunktionäre und auch die Politik verbockt haben im Vorfeld. Also man kann diese WM da falsch finden und ich habe das auch getan. Aber das war nicht die Verantwortung der 11 Jungs, die da auf dem Spielfeld standen. Und die sollten auf einmal für alle, die das vorher verbockt haben, klären, was da falsch gelaufen ist. Und das ist das, wo ich auch eben warne, dass wir da hier aufpassen. Fußball ist immer politisch. Aber ihn zu politisieren,
das ist das, womit man den Fußball auch gefährden kann. Und deswegen wünsche ich mir, dass Spieler das von alleine tun, dass sie sich auch gesellschaftlich engagieren. Ich finde, da gibt es auch viel, das finde ich gut und das würde ich auch immer unterstützen. Aber ich finde, wir dürfen diese Erwartung nicht haben.